Oh. Genau, erstmal das blutige. Wieso stehen die da unten an? An was für einer Tür stehen die an? Ich muss direkt nochmal gucken gehen hier. Was seid ihr jetzt mittlerweile drin? Hä? Ach, von mir aus. Kann hier reinkommen, ist offen. Und ihr? Alles gut? Super. Bei euch ich hoffe, auch? Sie haben sich nicht verlaufen, Sir. Nö. Das Weitere ist drin. Alles klar. Hier waren wir schon. Waren wir wirklich da schon drin? Haben wir da schon alles durch? Ich glaube nicht. Wer hat den Schlüssel? Du hast den Schlüssel. Du hast keinen, viel ne? Vergnügen. Drinnen. Nee, du hast keinen. Jungs, helft ihr mir mal so da zwei... Na, ihr wisst schon. Gott. Total vorbeigeschossen, ey. Mann, 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 Mann. Geh schlafen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Attentäter, Hilfe, hinter ihn. Verdammt! Zurückdrehen! Irgendwas passiert? Nein. Ist nichts passiert. Ich will diese Tür. Der Arsch. Okay, was haben wir hier? Jede Menge Zeug. Oh shit. Granate! Opa! Nein! Hat das wirklich funktioniert? Lasst euch schmecken! Kommt der jetzt her?
Super. Unnötig. Aber egal, es hat Spaß gemacht. Wir können aber da raus. So. Licht. Der Hals da ist. Geht die Tür da echt nicht auf? Nee. Kommen wir von da drüben dran? Ja, bestimmt. Vorbei. Das muss man mal können. Ach, geil. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir jetzt auf die Fresse kriegen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Scheiße, die wissen, dass ich hier drin bin. Ich wollte doch unerkannt hier ran. Es wurde Apfelbäumen. Weinbrunnen. Kann mir denn niemand helfen? Verdammt! Was? Ich brauche Hilfe! Will mir denn niemand helfen? Helft mir! Sie ist furchtbarer Mensch. Sie werden es tun, nicht wahr? Nehmen Sie sich alle Wesen an. Wachen! Hier! Feuer! Zurücktreten! Hier! Irgendwer! Alter, was ist denn hier los? Komm mal hier! Au! Au! Schwede, die keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen da hin. Keine Chance. So. Ach ja, er. Genau. Ach ja. Warte hier. Noch nie. Ich schub.
Misch dich unter die Gäste. Ein Fest. Wir sind nachgerückt, nachdem die Estermans nicht kommen konnten. Das ein... Oh nein! Meine Einladung! Doch. Aber ich? So, wir gehen mit der Einladung jetzt hier zum Türsteher. Dachchen! Ihre Einladung, bitte. Oh ja, sie werden die gleichen Kostüme in drei verschiedenen Farben tragen. Und wir müssen raten. Noch eine ihrer exzentrischen Ideen. Immer hier entlang, Sir. Uns bleibt wohl keine Frage, wo denn? Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar langweilig. Wenn ihr keinen Spaß immer hier entlang, Sir. Solltet ihr besser nach Hause gehen. Wenn wir erst den Wein haben, werde ich schon damit klarkommen. Harold ist stolz darauf, schwierig guck zu sein. Doch mal die ihr stolz darauf seid, umgänglich zu sein? Sollen wir hineingehen? Kittel Ella bestand Kopf, darauf, uns vor dem Eingang zu treffen. Ich Freaks. Werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ach ein ja. echter Gentleman? Ich komme. Gehen wir hier rein? Nein. Hallo. Was für eine Maske. Kranker Typ. Geil, oder? Hammer. Ich befolge nur meine Befehle. Alles klar. Du hast einen Schlüssel. Willkommen, Sir. Heute Abend gibt es ein Ratespiel. Esma, Lydia und Waverly tragen identische Kostüme in Schwarz, Weiß und Rot. Sie müssen herausfinden, wer welche Farbe trägt. Viel Glück. Alles klar. Schon wieder so ein Spiel. Die waren früher mal lustig, aber heute... Wir wissen jetzt, worum es sich dreht. Töte Lady Boyle. Warte mal. Haben wir das andere schon erledigt? Nein, Lord Saw müssen wir noch machen. Willkommen im Haus Boyle. Dankeschön, bitteschön. Und wir geben ihm die Nachricht. Doch, wir geben ihm die Nachricht. Ne, wir geben ihm die Nachricht. Ja. Ach nö. Schon gut. Darf man hier rein? Wir gehen jetzt mal so rum rein, direkt. Das ist ein Scheißvieh. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Daran habe ich nie gezweifelt. Na, Wackelpudding? Was ist das? Keine Ahnung. Geil. Na, ist dir kalt? Ich muss den Preis haben. Wenn ich doch nur nach oben käme, es muss doch Spuren geben. Spuren? Prost. Mahlzeit. Ach, das ist Hase auf dem Rücken. Und was ist das hier? Nee. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Das wollen Sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen den Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Ja oh. nun, oh, oh. Wir hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden, die wir für die Rattenlampen brauchen. Und die werden wir nicht los. Wer Rattenlampen bist du? Und Wale. Das ist jetzt alles, wofür wir leben. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Vorsichtig, Sir. Sie wollen doch keinen Ärger machen. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden? Älter als die Aufseher, älter als alles hier. Welche will so viel bumsen? Lady Boyle, Lady Boyle oder Lady Boyle? Sind die neuen Bewerber Schwächlinge wie die letzten? Ja, ja. Ja, ja. Ich sehe gerade, er ist hier so halbwegs Vegetarier. Was? Was ist das hier? Ein sehr interessanter Wal. Verzieh dich und zwar schnell. Was darf ich Ihnen bringen? Was zum Essen? Oh. Was darf ich Ihnen bringen? Kein Zutritt für Gäste. Okay. Wer hat hier hingekotzt? Ach du Scheiße. Gleich mal alles wegessen.
kommt bestimmt nachher wieder. Wer war das? Also das macht keinen Sinn. Aber egal. Was darf ich Ihnen bringen? Oh, ich hab schon so. Verzieh dich, du hast ja nichts verloren. Ja. Aua! Geh doch schon. Schalter erforderlich. Schalter. Fuck, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, meine Füße. Ja, ja, ich weiß. Was stand da eben? F gedrückt. Ist das ein Fluchtboot? Ach komm. Da müssen wir noch nicht hin. Das kommt erst später. Okay, nicht gut. Tür zu. Ui. Hallo. Er ist weg? Alles klar. Orleys Speisen und Gebräuche. Nix außer Ratten. Okay. Nicht gut. Krieg ich wieder auf die Fresse, obwohl ich nichts gemacht habe. Von Tag zu Tag. Ist der Zutritt verboten? Jetzt bin ich doch drin. Verdammt. Scheiße. Jetzt bin ich doch hier. Und ich darf hier nicht rein. Eigentlich. Hier. Alter, war noch irgendwo eine Truhe. Da. Okay, wir müssen jetzt hier wieder raus. Schlecht, dass wir nicht rausgucken können. Nein, wir bleiben im Schlafzimmer. Aber wir müssen gucken, wie wir das jetzt wieder schaffen. Werden unsere Schwestern vom Orden des Orakels bald eine Verlautbarung zur Seuche abgeben? Treten Sie zurück, Sir. Wir wurden einander wohl noch nicht vorgestellt. Oh, Entschuldigung. Was für ein Klavier. Oh. Was darf ich Ihnen bringen? Oh. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Kommt doch voran. Was für ein Vergnügen, Lady Boyle. Gentlemen?
Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört den Boyles beinahe Ihr ganzes Gut. Was, wenn ich Sie aus der Stadt bringen könnte? Weg von allem. Nach Sir Cornos oder noch weiter. Ich glaube Ihnen nicht. Doch sollten Sie die Wahrheit sagen, sollten wir uns unterhalten. Aber nicht hier. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine Feier. Das hier ist ein Gespräch unter vier Augen. Das ist eine Feier. Da trifft man nun mal Leute. Treffen Sie so viele Sie wollen. Wir reden später. Ich finde Sie. Guten Abend. Für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Was? Lassen Sie mir einen Drink holen. Das wäre sehr freundlich. Was? Reiten Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts vermissen. Okay, du sollst einen Drink haben. Oh, die rote. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Ja, tun wir. Apfelweinfontäne, 50 Meter. Ja. Ich soll dir doch was mitbringen. Boah, du nervst. Wie soll ich dir den... Bringe eine Notiz zu Lord Swan. Ja, schleich nach oben, durchsuche drei Schlafmächte nach Hinweisen. Aha, finde raus, welches besorge. Miss White einen Drink. Ja. Du hast dir einen Drink geholt. Ja, aber ich muss ihr doch einen bringen. Okay, mal gucken, ob es funktioniert hat. Guten Abend. Amüsieren Sie sich? Na, so halbwegs. Unterhalten Sie mich. Vielen Dank. Oh, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute schwarz trägt. Trauert um ihren Ruf, nehme ich an. Außerdem trägt Lydia rot. Ihr macht mich wahnsinnig. Eben war es andersrum, aber egal. Ich finde sie interessant. Ich mag das Zeichen auf ihrem Halter über ihre Maske. Noch ein paar Drinks, dann lache ich über ihre Maske. Missionshinweise. Lady Boyle trägt heute Abend rot. Waverly trägt schwarz. White, Miss White in der Mottenmaske bat um einen Drink. Eins von den Boyles ist schuldig. Welches ist noch unklar? Also, vorhin war das anders. Warte mal. Komm mal her. Nicht so ernst. Was? Ach, du ahnst es nicht. Guten Abend. Guten Abend. Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Hatten wir schon. Ach du Scheiße, Abend, was Sir. Ist das denn für eine? Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Was? Ist alles in Ordnung? Der hungrige Kosmos. Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler... Na los, greifen Sie zu. Das macht jeder. Oh, mein Diener hat mir dafür eine weitere Tasche eingenäht. In der Tat. Habt ihr was gesehen? Willkommen zur Feier. Wo sind nur meine Freunde? Oh, nicht hier. Da sind sie ja. Ich bin nicht zum Reden hier. Ach, du willst poppen. Oh, alles klar.
Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Oh je. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als Sie tot zu sehen. Ihr Name ist Lydia. Ich werde ihr nichts antun, Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Viel Spaß, meine Lieben. Alter Schwede. Wir können so langsam zum Lord Shaw gehen. Dann gehen wir noch nach oben in die Schlafgemächer. Wie, weiß ich noch nicht. Oh, ein Rätsel. Gehören Sie vielleicht zu den Campbells? Sind Sie ein Cousin? Nee, du nicht. Du bist es definitiv nicht. Gästeliste. Aha. Nichts Besonderes. Im Gästebuch eintragen. Komm, mach schon. Zeig mal. Corvo. Du bist doch so ein Idiot. Du bist doch so ein Idiot. Versuchen Sie zu erraten, wer wer ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Sieht Mogel? Sieht denn aus? Beeindruckende Maske. Stehen Sie auf der Gästeliste? Ja, kannst du gucken. Na, Sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Schnauze. Sagen Sie mir, wissen Sie noch mehr? Ja. Was haben Sie noch herausgefunden? Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt, keine Angehörigen. Ich dachte, Sie würden sich nur für Ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Meine Diener haben es von ihren Dienern. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Ich hörte, sie habe im Blut ihres eigenen Neffen... Willkommen im Haus Boyle. Lächerlich. Was für eine Hautpflege soll das sein? Das ist ein Ritual für den Outsider, um sie zu schützen. Emma. Dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seinen Willen irgendwo hin. Die Grimsleys haben im letzten Jahrhundert sehr viel verdient. Vielleicht funktionieren diese Rituale ja. Sie wissen was ist mit dem Jungen geschehen? Angeblich hat er das alles sehr genossen. Eine Zeit lang. Lydia, Waverly, Esma, weiß, schwarz, rot. Im Obergeschoss muss es einen Hinweis geben, wer wer ist. Verlässt Miss White die Feier mit Ihnen? Warum versuchen Sie nicht, sie zu bezahlen? Ach komm! Ja! Vorsicht! Die Lichtwand ist ein Geschenk des Lordregenten. Sie soll seine guten Freunde schützen. Ich bezweifle, dass Sie dazugehören. Ich frage mich, ob ich die Belegschaft aufstocken soll. Zweifelsohne. Ja. Ein Drink, sonst noch etwas? Ohne Aufsicht? Nur wenn Sie versprechen, sich zu benehmen. Wir gehen ins Musikzimmer. Dort steht ein vorzügliches Cembalo. Können Sie spielen? Meinen Sie nicht auch, dass mir diese Farbe steht? So sehr verbessert, seit die Ratten hier sind. Nicht, dass ich das moralisch vertreten würde. Stimmt
Stimmt es, dass Abtrünnige seit Beginn der Seuche Komm gleich. Knochenartefakte gestohlen haben? Ich glaube, wir müssen das noch erledigen. Bevor wir mit ihr irgendwo hingehen. So, Dicke, komm. Sie konnten die. Auf geht's. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung, schauen wir, was sie können. Hiermit sei kundgetan, dass Lord Pendletons Vertreter eine Pistole benutzt. Wir können fortfahren. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, Lord. Wir fahren fort. Wo fährst denn hin? Halt! Bleiben Sie da stehen. 3, 2, 1. Haben wir alles? Gut. War erfolgreich. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Weg damit. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Die Feier ist diesmal drin. Achso, das Schlüsselloch, genau. Warte mal. Ich könnte mal trotzdem ein bisschen was machen. Hep. Au. Da waren wir jetzt schon drin. Lady Boyle ist da unten. Genau. Sieht ganz gut aus. Shit. Notiz im Tagebuch hinzugefügt. Notiz, Notiz, Notiz. Gefährlich gerade. Frag Marcy, ob sie uns ein paar von diesen Kuchen bringen kann und einen Krug Bier.
kennst du sie nicht. Und frag sie auch noch nach Whiskey. Vergiss es. Sie wird ihre Stelle nicht uns riskieren, nicht in diesen Zeiten. Mir gefällt das nicht. Sie haben hier oben 4 Wachen postiert. Das ist kein normaler Einsatz. Wir 3 und Tom. Sagte ich doch. 4 von uns bewachen einen leeren Gang. Was hältst du davon? Entspanne dich, wir sind nur für den Fall der Fälle. Für welchen Fall? Dass Lady Boyle einen Gast unter die Lupe nehmen will? Nein, da ist etwas im Busch. Das merkt man schon auf der Feier. Jeder ist nervös. Irgendwas kommt auf uns zu. Ich wünschte, es wäre Marcy. Halt nur die Augen auf. Die sind überall. Nicht gut. Halt! Wer ist das? Warten! Shit! Einmal rundumlauf. Au! Ich werde dich den Hunden vorlegen. Alarm! Schaltet den Alarm ein! Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Er ist weg! Ich werde dich den Hunden vorlegen. Vorsichtig! Was du da oben? Schützo, zieht! Okay. Wir haben jetzt so viele gekillt. Ah, wie herrlich. So, kommt erstmal alle rein. So, Lady Boyle wartet immer noch auf uns. Und mittlerweile schon im oberen Geschoss. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Was? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Ja, das Problem ist nur, ich bin auf der anderen Seite.